Schlüssel. Leute, ich sage euch eins, fang direkt an. Ich werde nie wieder beim Chinesen bestellen, ja? Nie wieder. Auch wenn ich so aussehe. Trotz allem letztens, ich war bei meinem Kumpel von mir, Scheifler heißt der, waren bei dem zu Hause, haben nett gechillt, ja? Irgendwann dachten wir uns, wir bestellen was bei seinem Stammchinesen. Der Scheifele zu mir, ey, pass mal auf, Ilion, ruf mal du bei der China-Frau an, ich verstehe die nie. Ich so, ja, was Scheifele, warum soll ich die denn besser verstehen als du? Ja, ihr habt da doch so ein Ohr für diese ganzen Akzente, ihr Asiaten. Nee, Scheifele haben wir nicht, Digga, ruf da mal an. Er nur so, Ilion, tu mir den Gefallen, die China-Frau nennt mich immer Scheißele! Pass mal auf, ich da angerufen, um das klarzustellen. Alles klar, Scheifele. Tüt. Ja, hallo hier, Red Drunk Shanghai, hallo, was darf sein? Ja, hallo, guten Tag, hier Scheifele, ich würde gerne was bestellen. Ja, ich weiß, ne, Scheißele. Creep Elder Strasse, was darf sein, mein Freund? Ja, ich hätte gern zweimal die Nummer 23, aber der Name, der ist Scheifele. Ja, ich weiß, Scheißele. Du ein lutiger Name wie Kaka. Genau, Mann, noch mal, Herr Kaka. Ey, was geht denn? Moment mal. Da wurde ich echt zickig. Da wurde ich zickig. Gute Frau, das ist ganz einfach. Sprechen Sie mal einfach ganz langsam nach. Also Schei. Ja, ich weiß Schei. Richtig. Fee. Fee. Richtig. Le. Le. Scheifele. Scheißele. So, pass mal auf. Das ging so 3 Minuten. Irgendwann die China-Frau. Moment mal. Ich kenne ja nicht du, Minik. Du bist nicht Scheißele. Wer bist du? Ja, ich bin auch nicht der Scheiße, der Scheifele. Ich bin ein Kumpel von ihm. Wie alt du? Ich heiße Ilion. Ilion Kim heiße ich. Du kommst aus Korea, ne? Ja, das tue ich. Du bist verheiratet? Wie bitte? Du hast Frau? Nein, ich hab keine Frau, hab ich nicht. Hallo? Ich hab schöne Tochter. Oh, meine Tochter heißt Wei Wei, ist wunderschön wie eine Lotusblüte. Die kommt gleich vorbei, die bringt erst vorbei, dann kannst du gucken. Und wenn dir gefällt, du magst heiraten. Leute, eine halbe Stunde später stand Wei Wei vor der Tür. Wie soll ich sie beschreiben? Lucy Lou, allen ein Begriff hier. Jo, wie Lucy Lou sah sie leider nicht aus. Also eher wie so ein attraktiver Ladyboy. Anyway, ich wollte dir gerade so klar machen, dass du nicht mein Typ bist. Kommt die Wei Wei mir echt zuvor? Ey, Moment mal, du kleiner Koreaner, du musst nichts sagen, ja? Du bist nicht mein Typ, ja? Ich mach nur große, wilde, starke Typ, ne? So Bad Boy, du bist nicht Bad Boy. Ey, da dachte ich mir, pass mal auf, Schätzchen, ich zeig dir jetzt mal Bad Boy. Hab so meinen James Dean-Blick aufgesetzt. Sieh nur so, hat du Bauchschmerzen? Ne? Ich kann dir irgendwas hier verkaufen. 3,80 €. Horror, ey! Verdammt nochmal, echt, ey. Die Wei Wei hat mein Herz gebrochen. Hat mein Herz gebrochen. Leute, ich hatte letztens einen Auftritt in Rostock. Ich sag euch, ey, ganz anderer Film. Ja, im Osten von Deutschland. Wenn man so aussieht wie ich, bin ich natürlich mit einem mulmigen Gefühl hin, ist ja klar. Alle Kollegen haben mich gewarnt. Ey, pass mal auf, Junge, im Osten. Ja, wenn man so aussieht wie du, ey, Skinheads an jeder Ecke, die hauen dir so auf die Fresse, musst du richtig aufpassen, ja. Das Problem ist nur, wir leben im Zeitalter, wo Glatze tragen Mode ist, bei allen Männern mit angehendem Haarausfall. Sprich, das war ein bisschen schwer für mich zu unterscheiden gewesen, wer ist jetzt Skinhead, wer nicht. Sprich, ich war den ganzen Tag am Weglaufen, wenn ich eine Glatze gesehen habe. Glatze! Glatze! Nach einer Stunde kannte mich ganz Rostock. Den gelben Blitz haben sie mich liebevoll genannt. Alter, ey, ich muss sagen. Pass mal auf, die Rostocker waren aber sehr nett, sehr offen, haben immer das Gespräch mit mir gesucht. Ich wurde an jeder zweiten Straßenecke angequatscht. Hey du, kommst du mal her? Ich so, ja klar, was gibt's denn? Du, pass mal auf, dann tu mir mal 2 Stangen rote Gauloise und 3 Stangen Marlboro Light. Stimmt, ey, wer viel geraucht in Rostock, echt, ey, mein Gott, ey. Gibt es gar nicht, ey. Hammer. Wie kommt man auf Geld? Check ich nicht. Stand die Sonne vielleicht ungünstig, als Marco Polo dem ersten Chinesen über den Weg gelaufen ist? Ich weiß es nicht. Ich finde mich nicht gelb. Gelb, das sind die Simpsons, ja? Die Minions und SpongeBob. Anyway, ich persönlich, ja, Hautfarben sind mir völlig wurscht. Gerade in der heutigen Zeit, Leute, ist es wichtig, offen und tolerant zu sein. Jetzt mal ernsthaft, schwarz, weiß, gelb oder Wasabi-grün. Leute, wir sind alle gleich, oder? Ich mache ja auch keinen Unterschied zwischen einem Labrador und einem Dackel. Das schmeckt auch alles gleich. Nein, Moment, Moment. Da habe ich natürlich Unsinn verzapft, ihr habt es gemerkt. Natürlich schmeckt Labrador besser als Dackel. In diesem Sinne, Dankeschön. Cheng Kuya, merci beaucoup. Grazie mille. Kamsahamnida, Dankeschön. Ilion Kim!